Hi ho, es geht weiter mit Let's Play Tales of Graces. Im letzten Mal haben wir angefangen, uns durch den Fendelturm zu kämpfen und genau damit machen wir auch weiter. Ich habe endlich mal Hubert den Titel gegeben, mit dem er hoffentlich sein drittes mystisches Art lernt. Zumindest ist da unten irgendein neues erlerntes Art und das Sühne. Gut möglich, dass das dritte mystische Art ist. Ich denke schon. Außerdem habe ich mal eingestellt, dass die ganzen Titel jetzt bis Rang 5 behalten werden, weil die meisten eh schon fast alle auf 3 haben. Von daher können wir jetzt auch mal die Titel so richtig krass hochstufen, nicht wahr? Okay, so, Malik. Go. Das ist übrigens ein sehr cooler Angriff, weil es so Eis, Wind, Feuer, Erde, alles in einem irgendwie ist. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Wow, Pascal hat auch richtig schön rein hier. Und Erde. Oh. Hui! Aha. Okay, Hubert, noch ein Sternchen, dann hast du's. Oh, Rüstung wurde gehärtet. Stimmt, da muss ich auch mal gucken, dass ich da wieder alles gehärtet bekomme. Wie sieht's denn aus? Es dauert ziemlich lange, muss ich sagen. Ich habe das Gefühl, wir haben viel gekämpft vom letzten Mal, aber scheinbar nicht genug. Hm. Und ich weiß immer noch, dass da unten eine Kiste war, die wir verpasst haben irgendwo. Und ich warte immer noch darauf, dahin zurückzukommen. Okay, hier ist eine Kiste. Oh, 11 Trank, sehr schön. Wobei 300 ist doch super wenig. So super duper mega wenig. Das ist echt krass. Wie viel geht in unser Mixer rein? 7000 oder sowas? Wenn man da mal 300 auffüllt, das ist echt ein Witz. Na gut. Besser als gar nichts, nicht wahr? Sollte es zumindest vom Bosskampf auffüllen, falls es leer ist, dass wir gucken können. Perfect if you hadn't botched the finish. Lottery will get you nowhere. You insufferable woman. So, wir bekommen so viele FP, dass die Titel sogar schon gemeistert werden, aber sie sollten jetzt automatisch wechseln. Ja, tun sie. Okay, so. Hier ist nichts weiter außer der Kiste. Da kommen wir her. Also geht's jetzt hier runter. Gut, hier komme ich da zu der Kiste runter? Nein. Das da unten ist aber die Kiste, wo wir vorhin nicht hingekommen sind. Okay, aber langsam. Ich muss erstmal hier orientieren, was hier optional ist und was nicht. Ich habe das Gefühl, dass da unten ist eher optional. Hier. Sehe ich jetzt richtig, dass wir runterkommen und hier unten ist nichts weiter außer Feinden an einer Kiste? Ja. Der Trank des Lebens. Juhu. Hat sich jetzt nicht unbedingt gelohnt, aber naja, ne? Kann man ja vorher nicht wissen, nicht wahr? Gut. Hier rüber. Okay, jetzt aber darüber. Und jetzt können wir uns endlich diese Kiste holen. Meine Güte. Das hat lang gedauert. So. Oh. Okay, ich wollte eigentlich den Aufzug benutzen, aber die Wachen dachten sich so, hey, wie ging das mit den anderen Leuten? Machen wir unseren Job mal richtig. So. Whoop. 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 Ach, ich liebe diesen Angriff. Und während dem Elektro kann ich ihn endlich aufmachen. Es macht so Spaß. Whee. 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 Okay. So kämpfen wir mal ordentlich. Bop. Oh, ist der einfach mal im Schoß ausgewichen? Habt ihr das gesehen? Ist ja unglaublich. Kannst du doch nicht machen, Kumpel. So. Hubert, ist das dein drittes mystisches Art? Wir werden es herausfinden. Arts. Sühne! Mystisches Art Level 3! Yay! Hey Feind, jetzt will ich kämpfen. Jetzt will ich! Jetzt will ich einen Elf-Schub haben! Das dauert aber noch ein bisschen, nicht gerade am Rand. Nee. Wir müssen ja warten, bis unser blauer Balken da voll ist. Menu. Schade. Ich hab die Feinde kriegen vor uns einen Elf-Schub. Au. Ja, die Feinde haben gleich einen. Ach Mensch, ich möchte das mystische Art raushauen. Meh. Oh, warte, Captain. Ich hab dich entbrannt. Entbrannt? Geheilt. Mit meinem Gegengift, das ja gegen Verbrennung hilft. Denn jeder weiß, Feuer ist auch nur eine Vergiftung. Oder so. Wie auch immer. Ich muss mal mehr kochen beim nächsten Händler. Also ein paar Gerichte haben für unterwegs. So, ich wollte hier runter die Kiste holen. Ja, sehr schön. Oder ist das doch ein neuer Ort? Ich kann mich nicht an den Speicherpunkt da unten erinnern. Oh, wir können nicht mehr tragen. Dann werfen wir sie weg. So. Jetzt
bin ich verwirrt, ob das wirklich die Kiste ist, mit der ich dachte, dass sie es ist. Hier sieht alles so gleich aus. Okay, scheinbar ist das gar nicht die Kiste, von der ich dachte, dass sie ist. Das ist ein anderer Ort. Jetzt bin ich komplett verwirrt. Gewöhnliches Metall. Is this a trash dump? Pascal, what is it? A Geese Original Number 3 Piston! And it still works! It's even been bored up! I can't believe someone just threw this away! And I can't believe you get this excited about garbage! Come on, help me search, little bro! Fine. What are we looking for? Gleiche Reaktion, Sharia, gleiche Reaktion. Ach, Hubert, er ist so goldig. Ah, regt sich auf und hilft dann doch mit, nicht wahr? Pseudo-tapfer. Our destination is up ahead. Are you well? Yeah, I'm just looking forward to seeing Kurt again. Then perhaps you should act like it. Because when you appear anxious, it makes the others uneasy. Oh? My brother in particular relies on you with all his heart. So at this point, even false bravado would be more than welcomed. Aren't we clever? Ein Speicherpunkt. Wenn ein Speicherpunkt in einem Dungeon kommt, werde ich ihn immer ausnutzen, wie ihr wisst. Denn wer weiß, was danach kommt. Womöglich ein Bossfight. Ha. Ich erinnere mich ehrlich nicht. Aber wahrscheinlich schon. Ich meine, das ist ein Dungeon. Es ist ein Dungeon mit einem Speicherpunkt. Wobei, wenn wir das Spiel ja auch schon hatten, dass wir den Boss am Anfang hatten, in diesen Ruinen unter Walbrück. Da kam ja erst, der Bossfight und dann der Speicherpunkt. Ich überlege auch gerade, ob ich den, falls in einen Bosskampf kommt, den wirklich so machen möchte, ohne Sharia und Sophie. Ist vielleicht nicht ganz so klug, ohne Heiler in den Bosskampf zu gehen. Also ich meine, Hubert kann auch ein bisschen heilen, aber Hubert kann nicht wiederbeleben, oder? Kannst du wiederbeleben? Bist du so krass? Nee, du kannst nur Gift, Lähmung, Schwäche, Verbrennung und ja, ein bisschen heilen, nicht wahr? Ha! Und Pascal hatte, glaube ich, auch nur dieses bisschen eigene Heilung, oder? Was war denn das? Was war das denn? Leuchtfeld? 50% der KP aller nahen Verbündeten. Ja, also nur, wenn sie gerade nebendran steht, sozusagen. Okay, wisst ihr, Pascal wird gerade so zuversichtlich und happy und glücklich und wir probieren es einfach. Wir haben ja gespeichert, von daher, was soll's. Wir bleiben jetzt einfach mit der Party. Ich hab grad Bock auf die Party, jetzt lassen wir das so und gut ist. Ich muss sagen, ich mag die Tales auch Spiele, wo man während dem Kampf auch die Partymitglieder auswechseln kann, die hier draußen sind. Ich erinnere mich an dieses mystische Art und ich habe es geliebt. Ach, Hubert, du bist super, super duper, okay. Wir machen den Boss einfach platt. Wir schaffen das locker, wir sind das super duper Megateam. Ja, Pascal und ihre drei Typen, Begleiter, keine Ahnung. Das Draufhau-Team, wobei Malik und Pascal eher Magier sind. Egal, auf geht's. Ist das hier der Bosskampf? Plänkler, Kommandant, Dragon und Stecher. Ich hab keine Ahnung. Ich hab doch keine Ahnung. Ich schieß einfach mal drauf. Piu, piu, piu. Au, au, au. Okay, die schießen auch. Okay, wer schießt hier? Du? Du meinst, du kannst hier schießen und casten? Nee, ich glaub nicht. Ich glaube nicht, Kumpel. Nee, nee, nee. Absolut überhaupt gar nicht. Nope, nope, nope. 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 Und du da genauso. Das hättest du wohl gerne, was? Stopp, erledigt. Das sieht auch aus, würde er schießen. Ja, der schießt auch. Okay. Nein. Nicht okay, meine ich. Hier wird nicht geschossen, Kumpel. Hier wird nicht geschossen. Außer von Hubert. Hubert darf schießen. Hubert darf schießen. So. Lasst mich zu eurem Boss. Ich bin bereit. Krasser Bosskampf. Ich bin total überwältigt. Ist da was versteckt? Ist da vielleicht eine Kiste irgendwo hinter der Kiste? 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 Nein, das ist ein sehr langweiliger Raum. Oh. Oh, kurz Büro.
So this is Kurt's office. Looks like he's out. Are you sad he's not here? A little. But I'm also relieved. I have no idea what I'll say to the man when I finally see him again. Anyway, we're here. We should learn what we can. Die Gruppe hat sich aufgelöst. Oh nein, sie sind alle weg. Sie haben sich aufgelöst. Okay, erstmal Kamille einsacken. Dann dieses Sternchen. Oh, ein Foto. Ich will es größer sehen. Ist das Malik, Kurt und, wie hieß sie? Die Tochter vom Kanzler? Dieses Foto. Lorelia hieß sie, genau. Kann ich weiterlaufen? Da ist sie, hier drüben. Oh, nein. Hier ist Schluss, meine Süße. Sie kommt mir bekannt vor. Bleib weg von mir. Ich bin nur eine Soldatin, die ihr Land liebt. Mich werden die Schoßhörnchen der Regierung wohl kaum kennen. Aber wie kannst du es wagen? Dafür wirst du büßen. Stirb! Ah! Lorelia! Was zum Teufel, wer seid ihr? Lorelia, halte durch, Lorelia. Malik. Das ist der Ort, an dem Krias Vorrat des Fendelturms auf der Karte, die ich dir gegeben habe, fehlen entscheidende Details. Lorelia, hör zu. Ich werde dich wieder gesund kriegen. Bleib nur bei mir, in Ordnung? Malik, ich... Nicht sprechen. Ich habe immer davon geträumt, dass du dich so um mich kümmerst. Lorelia? Lorelia! Wir haben die Dokumente, für die sie ihr Leben gegeben hat, analysiert. Sie zeigen den Standort des Krias-Vorrats, wie sie es versprochen hat. Als die Vorräte wieder aufgefüllt waren, gewann die Bewegung an Kraft. Aber mein Herz war seitdem nicht mehr bei der Sache. Schließlich löschten Razzien der Regierung die Flammen der Revolution. Wäre sie am Leben geblieben, hätten Kurt und ich es vielleicht geschafft. Wenn ich ihre Wünsche nicht ignoriert hätte. Hauptmann, sei das nicht... Ja, das bin ich. Damals, als ich jung und sehr, sehr dumm war. Hauptmann, hört zu. Ich weiß nicht, was in eurer Vergangenheit geschehen ist und werde nichts tun, als wüsste ich es. Aber es war richtig, nach Windor zu kommen, da bin ich mir sicher. Und nebenbei bemerkt, bin ich sehr froh, dass ich euch kenne. Du bist wirklich etwas Besonderes, Erspe. Sogar wenn alles verloren scheint, findest du einen Weg weiterzumachen. Vielleicht kannst du mir sogar helfen, dasselbe zu tun. Ah, mein Herz. Ist das der Hauptmann in jungen Jahren? Ja, es ist er. Das ist ein Forschungsbericht zu Valkyness. Ich verstehe nur Bahnhof. Hey, Hubert. Ist das Valkyness von Fendel? Ich schätze mal. Sieht aus wie Duplo, nur in Rot. Das ist der einzige unordentliche Bereich hier drin. Ha. Hast du irgendwas gefunden? Er hat auf jeden Fall sehr viele Bücher. Hey, ist das nicht... Ist das nicht was? Ah, stell dich nicht hinter mich. Warum nicht? Sharia, please. Machen Sie euch all diese Bücher an. Machen Sie euch all diese Bücher an. Aha. Aha. Und du, Sophie? Wir müssen vor Richard zum Valkyness gelangen. Ja. Sonst noch was? Diese Jacke scheint erst vor kurzem hier abgelegt worden zu sein. Aha. Das muss Kurt's Büro sein. Hier wimmelt es noch von Hinweisen auf ihn. Wir sollten fertig sein, bevor er zurückkommt. Es steht nirgends, wo es sich befindet. Das ist schlecht. Pascal, blickst du durch? Irgendwo hier muss doch ein Hinweis zu finden sein. Ja, yippie, siehst du, mein Pascal-Super-Sensor hat das Signal aufgenommen. Mhm.
is that? Here, let me look. Yep, that's it. It's the Falconus Crius. It's hidden in a glacier right outside the capital. What? That's just a stone's throw away. If the Falconus explodes, it will mean the end of Zavhurt. Someone's coming. Malik, is that you? Hello, Kurt. It's been a long time. As much as I'd love to catch up, this is hardly the time nor the place. We need to speak to you. It's important. Is it true that you're heading up the Falconus experiment? It is. And it's also true we're finally on the cusp of a vital breakthrough. If this experiment works, we'll be able to harvest Eleth at a phenomenal rate. The people of Fendal, all of them, will want for nothing. The revolution of 20 years past never died, old friend. It just took a different form. You have to stop the experiment, Kurt. The research you're using is flawed. If you extract too much Eleth, it'll initiate an unstoppable chain reaction and destroy the Falconus. This is Pascal. She's an Amarcian and an expert on the Falconus. She founded the original research upon which Fourier based her work. Your concerns are amusing, but unnecessary. The experiment will go forward as planned. What? Do you think me so foolish as to rely solely on the work of Miss Fourier? We've made extensive modifications to her research and accounted for every possible outcome. You have no cause for concern. But... my country is dying. If we halt the experiment, the plight of our citizens will become exponentially greater. We would be forced to invade neighboring countries merely to survive. The border skirmishes of our recent past would quickly escalate into all-out war. When you say neighboring countries, do you mean Windor? We have nothing more to discuss. So that's it? You refuse to stop the experiment? Malik? Out of respect for our past history together, if you leave now, I will give you time to escape. If not, I will summon the guards. You turned tail and ran once, Malik. I suggest you do so again. Kurt, damn you! Enough! You and I chose very different paths, old friend. This is mine. We know where the Falconus is. That's something. But Kurt refused to stop the experiment. He's fought a revolution all by himself for the last 20 years. Think of the strength that must have taken. I wish I could support him. You heard what he said, Pascal. Do you still think the experiment is dangerous? There's no safe way to extract Eleth from that Falconus. It's just way too unstable. I see. Captain Malik, we should go to the glacier and stop the experiment. We're the only ones who know the truth. It's our responsibility. Responsibility. When we next meet Kurt, we will almost certainly have to fight him. Are you prepared to do that? To fight my old friend. If we do this, it will bring the wrath of the entire Fendal nation down upon us. And we are but six people. If you don't pull your weight in battle, it'll put all of us in danger. Kurt is still my friend, no matter what happens here. But I will do whatever it takes to stop him. I owe him that much. That's all I needed to hear. Shall we move onward? Thank you.
diese ganze Story mit Malik und Kurt und Fendel ist viel zu deprimierend und traurig und kalt und ach. Wir gehen jetzt erstmal aufwärmen, weil es geht so. Ich habe, glaube ich, Müll gefunden irgendwann. Würde den gerne wegwerfen. Yay. So, wir haben unseren Müll weggeworfen, wie brave Bürger. Dann schlafen wir noch eine Runde. Jawohl. Wunderbar. Dann checken wir noch die Anfragen. Anfragen. Hello. Na, gibt's irgendwas? Anfragen ansehen. Silbernes Gestell. Na klar. Mir wurde eine hochgeheime Mission anvertraut und dafür brauche ich eine Tarnung. Bitte schön, eine Brille. Perfekte Tarnung. Perfekt. Mich erkennt keiner mehr. Hat ihr mich gefragt, was meine Mission ist? Törichte Frage. Okay, mehr nicht. Gut. Dann möchte ich noch kurz. Ja, da war es geht. Machen wir gleich. Machen wir gleich, 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 gleich. Reise zum Blättern nördlich von Savert. Okay, machen wir nächstes Mal. So, ich möchte gerne noch meinen Mixer aufladen. Whee! Und ein bisschen was verkaufen, nämlich ein bisschen Pfirsichgummi, ein bisschen Traubengummi, jawohl. Stempelchen bekommen. Nice. Ach komm, wir gehen mal hier auf 25 runter, würde ich sagen. Das nicht, das ist sehr selten. Okay. Gekauft hatten wir schon die krassen Sachen hier, gell? Ja. So. Wir machen mal ein bisschen Essen mal wieder. Wir haben eigentlich lange kein Essen wo war das Essen? War das Essen nicht auch hier irgendwo? Doch, hier. So. Ja, doch, in der Seetang haben wir ganz viel. Reis. Ja, wir können da noch ein paar Reisbällchen machen. Jawohl. Eingelegte Pflaume. Oh, können wir sogar mit Reisbällchen zu Pflaumenreis. Ja, warum nicht? Warum nicht? Ei. Oh mein Gott, wir können Omelette machen. Dashi-Eintopf haben wir noch nicht. Nehmen wir 3 Stück. Jawohl, was gibt's noch? Crablets. Immer gut für Sophie. Gebratener Reis, armer Ritter, Pasta Carbonara, Quiche. Pudding. Ah, wir machen noch einen Pudding. Wir haben nur einen. So. Dupidupidu. Käsekuchen. Ja, warum nicht? Machen wir auch noch ein paar. So, was können wir mit dem Gewürz jetzt alles machen? Guck mal hier, Curry Kabeljau, das haben wir noch gar nicht. 3. Curry generell kann man auch immer gut brauchen. Jawohl, Meeresfrüchte. Machen wir auch mal ein bisschen was, nicht wahr? So. Ich habe nicht wirklich krasses. Oh, guck, oh, Kürbis. Wir haben nur einen einzigen Kürbis. Dann heben wir den lieber mal auf. 40 Pastete können wir aber machen, jawohl. Bananenpastete können wir machen. Jawohl. Fleischpastete, ich wollte gerade sagen, Hackfleischpastete. Lachspastete, ach, warum eigentlich nicht, ne? Warum eigentlich nicht? Dafür haben wir doch den Pastetenteig, nicht wahr? Schokopastete. Okay, das klingt weird, aber das Bild sah gut aus. Gut, Pasta. Brot haben wir viel. Oh, wir brauchen das Brot. Okay, Brot machen wir aber nur 3 Stück, denn wir müssen das Brot dann noch abgeben in der anderen Stadt. Die haben immer noch Hunger, die wollen. Oh. Ich wollte den Reis doch abgeben. Da habe ich auch 12 Stück gebraucht. Deswegen habe ich ihn doch gemacht. Ah. Okay, kein Reis mehr verbrauchen. Fisch und Chips. Okay, her damit. Vielleicht will das ja mal irgendjemand irgendwie haben. Sollen wir doch irgendwas tun? Fisch haben wir noch ganz viel. Nein, kein Reis verbrauchen. Hackstück haben wir schon ganz viel. Kroketten, ja, warum nicht? Kohlrouladen, ja, warum nicht? Pasta Bolognese, ja, warum nicht? Okay. Schweinefleisch haben wir noch ganz viel. Schweinskartoffel-Eintopf. Okay. Machen wir. Doppelt gekocht Schweinfleisch. Definitiv. Oh, Yakisoba-Nudeln, oh, da hätte ich jetzt auch Lust drauf. Hühnchen. Okay, Brathähnchen haben wir auch noch nicht. Okay, verbrauchen wir den letzten Kohl. Warum nicht? Was soll's? Traubenparfum. Aha, Parfait. Nom. Pfirsich. Ja, Pfirsichparfait. Aha, Apfel. Apfelparfait. Aha. Ich verstehe das System so langsam. Zwiebel. Nö. Lohnt sich nicht. Okay. So, ganz viel Zeug verbraucht. Haben wir irgendwas verbraucht, was wir hier kaufen können? Ja, haben wir. Alles her damit. Kann nie genug Essen haben. So. Okay, dann schauen wir uns noch den einen Skit an.
Und dann ist der Part für heute auch beendet. Und beim nächsten Mal werden wir versuchen, dieses Experiment aufzuhalten, bevor was Schlimmes passiert. Captain Malik, is there any chance we could find the leader of this country and ask him to stop the experiments? Chancellor Eigen would be the man you seek. He certainly has the power to stop it. But unfortunately for us, we didn't see Chancellor Eigen in Fendel Tower. Somebody in town said Eigen is watching the experiments personally and stuff. So if we're gonna convince him, we better crash that party. You may be right. If the Valknus is in the glacial region, we should take the northeast exit out of town and hurry over there. Right. Und das werden wir beim nächsten Mal auch machen, wie gesagt. Und hoffentlich können wir die Experimente aufhalten, bevor irgendwas Schlimmes passiert. Und ich hoffe, Kurt bleibt einfach brav in seinem Büro und bekommt nichts davon mit, damit es kein Drama gibt. Also dann, ciao, ciao.